Herzlich willkommen bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Heute haben wir eine Besonderheit, und zwar den Denon DP3000. Denon ist nicht unbekannt im Bereich Plattenspiele. Bereits 1972 haben die den DP3000 als schönen, massiven Plattenspieler rausgebracht. Sehr massiv, halt vom Teller her, von seinem gesamten Layout, von seinem Gehäuse her. Und hier haben wir jetzt den Nachfolger. Also knapp 51 Jahre später kommt hier der neue Nachfolger mit einem Direktantrieb, vielen Kleinigkeiten. Was sollen wir lange reden? Wir machen das Ding mal auf. Während hier ich den Karton öffne, sieht man ja auch das passende System. Kein Plattenspieler arbeitet ohne ein passendes Abtastsystem. In dem Fall ist es das DL103R. Ein sogenanntes MC-System. MC bedeutet nichts anderes als Moving Coil, eine sich bewegende Spule. Im Gegensatz zum sogenannten MM-System, einem sogenannten Moving Magnet, ein sich bewegendes Magnetfeld. Besonderheit ist hier halt eben, dass sie ja schon ein bisschen spezielle Vorverstärker benötigen. Vorverstärker, sogenannte NCR-Vorverstärker. Hier haben wir jetzt die Haube. Packen wir die auch direkt mal aus. Schön edle Scharnieraufnahmen. Und jetzt unter diesem schwarzen Schaumstoff kommt ja hervor. Ui, ui, ui. Gewicht, ja, schon schwer. Ich gucke gleich mal nach, wie schwer genau. Aber man sieht hier halt eben, dass man hier so ein schönes, wirklich massives Laufwerk hat. Diese Form hier, die hat man von dem Ur-DP3000 übernommen. Der hatte hier allerdings noch ein Stroboskop mit drin, was für die Gleichlauffähigkeit des Laufwerks zuständig ist. Nicht zuständig ist, sondern kontrolliert. Oh. Das Gewicht läppert sich langsam. Jetzt kommt hier nochmal der massive Teller. Zack. Sowas finde ich immer genial, wenn der einfach schon läuft. Und läuft. Und läuft. Hier haben wir RCA-Kabel. Das bedeutet, hier haben wir das Cinch-Kabel drin. Ui, ein sehr massives Erdungskabel. Meistens sind es halt viele kleine, dünne Strippen, um einfach eine Masseführung darzustellen. Hier ist es schon sehr ordentlich gemacht. Und auch ein ordentlich geschirmtes Cinch-Kabel. Komm, packen wir mal eben aus. Haben ja Zeit. Okay. So, einen Karton haben wir noch. Und hier dürfte jetzt das Netzkabel für den deutschen Markt drin sein. Bevor wir es vergessen, hier kommt natürlich nicht die Schallplatte direkt drauf. Hier kommt natürlich entsprechend nochmal eine Matte drauf. In dem Fall ist es eine
stabile Gummimatte. Hier gibt es auch verschiedene Philosophien. Der eine macht eine Filzmatte, der andere eine Korkmatte drauf. Also hier hat Denon sich für eine Gummimatte entschieden. Hier sehen wir jetzt ein Messprotokoll. Dieses Messprotokoll wird im Werk von Denon halt eben erstellt und dort wird halt eben die Gleichmäßigkeit der einzelnen Abtastung halt eben vom Tiefton bis zu den höchsten Frequenzen halt eben nochmal durchgemessen und halt eben auch entsprechend als Prüfprotokoll beigefügt. Auf diesem Messprotokoll sehen wir die Temperatur, bei dem das Ganze gemessen worden ist. Hier sind es jetzt 20 Grad Celsius. Wir haben die Bezeichnung der Testschallplatte, mit der das halt eben geprüft worden ist. Wir haben die Impedanz des Systems. Wir haben hier die sogenannte Auflagekraft, mit der das System getestet wurde. Und wir sehen hier die Kanaltrennung von links nach rechts. In dem Fall sind es 0,1 Millivolt Unterschied. Hörbar absolut nicht. Und dann halt eben die sogenannte Seriennummer. Das DL103, also der kleine Bruder oder das Urgespenst von dem System, ist 1962 für die Radiostation gebaut worden, als damals von Mono auf Stereo umgestellt wurde. Und da muss man natürlich Systeme haben, die das können. Und darauf basiert dieses System. 1970 war es, glaube ich, kam dann halt eben dieses System auch in den stationären Handel. Also das konnte dann jeder Kunde darauf zugreifen. Und das war jetzt so der Werdegang des Systems bis heute. Also es ist fast unverändert halt eben weiterhin so auf dem Markt. Das R unterscheidet sich ein bisschen in der Spule, jetzt muss ich selber mal eben kurz gucken. Man hat da so ein bisschen, genau, es ist, hat nämlich leichtere und niederohmige Spulen. Das ist dafür ein bisschen schwieriger zum Einstellen des MC-Vorverstärkers. Da sind die dann ein bisschen zickiger, aber am Ende des Tages klingt es einfach noch ein bisschen feiner, einfach noch ein bisschen dynamischer auch. So, hier haben wir jetzt die Headshell. Die Headshell, wo hinterher das System draufgeschraubt wird, mit den vier Anschlusskabeln und hier halt eben dem Anschluss. Prinzip ganz einfach, draufstecken, den Bajonettverschluss festschrauben und hinterher entsprechend noch einrichten. Einrichten halt eben in Form von Gegengewicht, Anti-Skating, also das Auflagegewicht wird eingestellt. Auch hier jetzt schön massiv das sogenannte Gegengewicht. Wir lösen hier jetzt auch hier nochmal den Bändel, der für die Transportsicherung dient, während des Transports, wie der Name schon sagt, der fixiert den Tonarm. Kleines Stoffbändelchen. Wir haben hier eine Höhenjustierbarkeit. Diese Höhenverstellbarkeit ist eine Standardvariante. Die hat eigentlich jeder Plattenspieler. Hier haben wir aber eine Variable von 9 mm, wo wir in der Höhe den Tonarm an das System anpassen können. Weiterhin halt eben auch die Anti-Skating. Anti-Skating ist damit, dafür, dass die Nadel halt eben während des Spielens nicht nach außen rutscht oder nicht nach innen rutscht. Ne? Schwerkraft halt eben. Besonderheit ist bei dem Gerät hier auch, wie bei dem Urmodell, dieser S-förmige Tonarm. Dadurch haben wir halt eben von außen bis nach innen eine gleichmäßige Abtastung der Platte. Hier haben wir auch einen kleinen Puck. Dieser kleine Puck dient zur Beschwerung der Schallplatte, weil nicht jede Schallplatte halt wirklich eben ist. Aufgrund der Zeit haben sich die Platten halt eben ein bisschen gewellt und damit die Schallplatte so plan wie möglich aufliegt und der Tonarm hinterher nicht anfängt rumzuschwingen, gibt es halt eben solche Beschwerungsgewichte, die die Schallplatte halt eben plan hält.
Start-Stopp-Taste ist eigentlich klar, also zum Starten, zum Stoppen. Wir haben drei Geschwindigkeiten, 33 ein Drittel für die Standard-LP, 45 Umdrehungen für die sogenannten Maxis, früher 12 Inch oder so. Auch eine 78er Umdrehung können wir einstellen. Das ist für die Shellac-Schallplatten, diese schweren Schallplatten, die wir von Oma und Opa noch kennen. Hier sollte man allerdings beachten, nicht mit so einem System abspielen wie dem DL103R. Dafür gibt es spezielle Shellac-Schallplatten-Nadeln oder Systeme, besser gesagt, die man halt eben dann mit einfachem Schnellwechsel der Headshell einfach tauschen kann. Hier haben wir jetzt die Erdung für den Plattenspieler, die einfach nur hier hinten draufgesteckt wird, nachdem wir die Schraube gelöst haben. Und dann handfest festdrehen. Hier sehen wir auch die beiden Anschlüsse für das Cinch-Kabel. Natürlich rechts und links getrennt durch Rot und Weiß. Oh, ordentliche Cinch-Buchsen sind dran, ordentliche Stecker, die sitzen schön fest. Also auch eine ordentliche Verbindung. Jetzt kommen wir mal zur Montage des Systems auf die Headshell. Hierfür ist sogar ein kleiner Schraubenzieher bei dem System dabei, wo wir erstmal das System demontieren aus der Verpackung. So. Die Originalschrauben, wo das System drauf montiert ist auf die Halterung oder auf die Verpackung, muss man eher sagen, die sind sehr kurz. Hier gibt es aber im Lieferumfang von dem System auch eine entsprechende längere Schraube, die wir hier dann nutzen können. Das ist von System zu System abhängig, ob ich jetzt die kurzen oder die längeren Schrauben nehmen muss. Wie man sieht, gibt es halt eben hier unterschiedliche Schraubenlängen, die dabei sind, von kurz bis lang, je nach System. Hier haben wir jetzt halt ein System, was längere Schrauben benötigt. Und hier können wir jetzt die längeren Schrauben einsetzen. Wir nutzen die Distanzscheiben, um auch auf die Höhe zu kommen, damit halt eben nicht die Schraube hinterher in der Schallplatte rumkratzt. Hier haben wir jetzt die Mutter, mit der wir jetzt mit viel Gefühl die Schrauben fixieren. Schraube Nummer 1 ist drin. Da ist die zweite Mutter. Man sieht, das ist alles hier sehr, sehr filigran. Aber auch ich mit meinen Fingern schaffe es, das festzuschrauben. Auf dem System sind hier Farben drauf. Diese Farben finden wir halt eben auch auf der Headshell wieder mit den jeweiligen Kanälen rechts und links. Weiß und dann haben wir noch Grün. Hier haben wir eine Schablone, mit der wir den genauen Abstand der Nadel, ich mache mal eben den Schutz ab, den Abstand der Nadel zu diesem Punkt haben. Dieser Punkt ist jetzt halt eben 50 Millimeter, den wir benötigen. Hier geht es aber eigentlich um den Abstand zwischen Nadel und Achse des Tonarms. Und da hilft halt eben jetzt diese Schablone, indem wir das System hier rein buxieren und jetzt sehen, das System muss deutlich weiter rein. Jetzt haben wir es ungefähr. Wir ziehen es jetzt mal fest und kontrollieren gleich nochmal. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Spiel.
Man sieht, es ist nicht mal eben. Also für denjenigen, der es halt eben nicht selber machen möchte, machen wir das gerne natürlich hier auch vor Ort. Wie sagt man so schön, stationär. Ja, super, gut. Sicherheit mache ich jetzt hier lieber nochmal den Nadelschutz drauf. Der passt jetzt durch die Schrauben. Na doch, passt noch. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die Auflagekraft für das System einstellen. Das, was wir allerdings vorher noch machen müssen, hier fehlt mir jetzt leider momentan noch die passende Schablone, ist, dass das System hier in der richtigen Position, also in dem richtigen Azimut steht. Das, was wir jetzt aber halt eben trotzdem einfach mal machen, ist hier das Auflagegewicht testen. Ich könnte jetzt einfach da drauflegen, aber vom Grundsatz her machen wir immer erst einen Test, dass das System hier so ungefähr in der Waage ist, dass es frei schwebt. Jetzt sieht man ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorne. Jetzt kann man sich als Anhaltspunkt hier die Skala auf 0 stellen. Und jetzt drehe ich einfach mal auf diese 2,5 Gramm. Das ist dann hier. Das ist aber Pi mal Auge. Dafür haben wir eine spezielle Tonarmwaage. Die steht jetzt hier auf 0. Ja, 2,436 ist schon mal nicht schlecht. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen mehr Gewicht draufgeben. Jetzt kommt der Gegencheck nochmal. 2,495. Das ist ein Wert, mit dem ich vollkommen leben kann. So, jetzt steht er final hier an dem Platz, wo er auch demnächst zu hören sein wird. Nächste Woche werden wir hier unsere wunderschönen neuen Lautsprecher bekommen, ein bisschen Elektronik, dann wird dieses Regal voll sein mit ein bisschen Verstärkertechnik der Firma Musical Fidelity. Lautsprecher werden hier die DALI EPICOR 11 reinkommen und dann halt eben mit dem Denon DP 3000. Wenn ihr das erleben wollt, anrufen oder an einem Samstag demnächst mal vorbeikommen.